Wir stellen immer wieder fest, dass Unternehmen das Problem haben, wenn es ums Inbound-Marketing geht, die eigene Content-Produktion möglichst effizient zu gestalten und auch umzusetzen. Deswegen gibt es heute 5 einfache Schritte. Wenn man diese befolgt, hat man auf jeden Fall eine erfolgreiche Inbound-Strategie und schafft es nicht nur, mehr Personen auf seine eigene Webseite zu bringen, sondern auch mehr Personen in den Follow-up-Prozess zu konvertieren, um diese später zu Kunden zu machen. Fangen wir also direkt mit dem ersten Punkt an. Einfach mal aufschreiben, was man so im Kundenkontakt für Fragen bekommt. Umso länger man im Geschäft ist, umso mehr Fragen hat man von den Kunden mittlerweile bekommen und jede einzelne Frage einfach mal aufschreiben. Komplette Liste machen, den Vertrieb kontaktieren, denen eine Liste machen lassen mit allen Fragen, die man jemals zu den Produkten und Leistungen bekommen hat. Diese schön ordnen, aufschreiben, dann kommen wir auch schon zum nächsten Schritt. All diese Fragen werden jetzt kategorisiert. Entweder nach Produkten, zu denen die Fragen gestellt wurden, oder nach Leistung, zu denen die Fragen passen, oder generell nach Kundenintention und Tendenz. Diese Kategorien packt man dann in verschiedene Ordner oder in verschiedene Spalten in einer Excel-Tabelle und hat dann schön kategorisierte Fragen zu allen möglichen Belangen des eigenen Unternehmens. Der dritte Schritt ist ganz einfach, zu jeder Kategorie, die man sich aufgeschrieben hat, eine entsprechende Kategorie im eigenen Blogsystem zu erstellen. Idealerweise nimmt man dafür WordPress, damit kann man das ganz einfach umsetzen, legt die Kategorien fest und hat dann schon den Rahmen, in dem die ganze Content-Strategie sich widerspiegelt. Der vierte Punkt ist es, einen Redaktionsplan zu erstellen, dass man genau weiß, welche Kategorie bekommt in welcher Woche einen neuen Artikel und man so den Überblick behält und auch gewährleisten kann, dass auch jede Woche tatsächlich ein neuer Artikel veröffentlicht wird. Diese Artikel müssen nicht sonderlich lange sein. 500 bis 1000 bis 1500 Wörter wären ideal. Wichtig ist einfach nur, dass diese Artikel so ausführlich die Fragen beantworten wie möglich. Der fünfte Punkt ist dann quasi die Fortführung des vierten. Und zwar geht es hier jetzt darum, dass man im Unternehmen 2 bis 3 Personen sich aussucht, die mit der Materie betraut sind, die diese Fragen und diese Kategorien gut beantworten können und die setzen sich jetzt einfach hin und bekommen jede Woche 1-2 Stunden feste Zeit eingeräumt, in denen sie diese Artikel schreiben. Mit Hilfe des Redaktionsplans, den man im vierten Schritt festgelegt hat, weiß jeder immer genau, wann er was zu liefern hat. Idealerweise geht man auch noch hin und eine Person schreibt den Artikel, eine andere Person liest den gegen, einfach um grobe Rechtschreibfehler und inhaltliche Mängel auszumerzen, damit man einfach ein relativ hohes Qualitätsniveau hat und so ist auch gewährleistet, dass man immer so eine interne Checks and Balances hat, damit keine Artikel, die irgendwie inhaltlich oder formal falsch oder ungenau sind, veröffentlicht werden, weil das würde sich ja negativ auf das Gesamtbild des Unternehmens auswirken. Und mit diesen 5 Schritten ist es wirklich ganz einfach, einen Redaktionsplan zu erstellen, der Inhalte für die nächsten Jahre hat, weil ja, Kunden haben einfach immer eine Menge Fragen und wenn man die beantwortet, kann man auch das als Ressource nutzen und dann im Verkaufsprozess oder im Verkaufsgespräch die Kunden auf entsprechende Artikel leiten und wenn per E-Mail wieder Anfragen kommen, kann man diese einfach mit den Links zu den Artikeln fachkundig beraten, ohne dass man da viel Manpower hin dranhängen muss. Was ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass man, wenn die Leute auf den eigenen Blog kommen, hier dann alle Möglichkeiten mit Opt-in-Formularen, Retargeting-Methoden und so weiter hat. So, das waren jetzt auch schon die 5 Schritte. Ich gehe nochmal ganz kurz drüber, damit man so als Abschluss nochmal alle Punkte hat. Der erste Punkt ist, einfach alle Fragen, die man bekommen hat, aufzuschreiben und festzuhalten. Der zweite Punkt ist, diese Fragen in Kategorien zu ordnen und so entsprechend zu klassifizieren. Der dritte Punkt ist, diese Kategorien auf dem Blogsystem abzubilden und die Artikel dann in diesen Kategorien zu veröffentlichen. Der vierte Punkt ist es, einen Redaktionsplan zu erstellen, damit man eine Kontinuität gewährleisten kann und genau weiß, welcher Artikel zu welcher Zeit in welcher Kategorie veröffentlicht wird. Und fünftens ist es, 2 bis 3 Mitarbeiter abzustellen, die jede Woche eine gewisse Zeit eingeräumt bekommen, um diese Artikel auch zu schreiben. So, und das war's dann auch schon. Ich hoffe, das ist ein hilfreicher Hinweis gewesen, wie man seine Inbound-Strategie einfach umsetzen kann, ohne sich endlos Gedanken zu machen. Bei Fragen einfach immer kontakt@deinforge.com und ich würde sagen, man sieht und hört sich in der nächsten Woche.